Juni 1979 in Polen. Vorne im Fahrzeug steht, ganz in Weiß, Papst Johannes Paul II. Offiziell ist er in seinem Land auf Pilgerreise. Aus Anlass des 900. Todestages des heiligen Stanislaus, Bischof von Krakau und Märtyrer. Johannes Paul II. Ist der erste polnische Papst. Er ist 59 Jahre alt. Die kommunistische Regierung fürchtet den Besuch des Papstes, denn in Polen wird er als gefährlicher Widersacher eingestuft. An jeder Station seiner Pilgerreise wird er von riesigen Menschenmassen empfangen, denn die Polen sind überwiegend katholisch. Für die polnische Kirche kommt der Besuch von Johannes Paul II. Unerwartet, nach jahrelanger Zensur, Verfolgung und Verboten. Hunderte Journalisten aus dem Ausland kommentieren das Großereignis und schießen Unmengen Bilder vom Papst bei seinen Fahrten durch die Städte, beim Bad in der Menge, beim Feiern der Heiligen Messe und wenn er vor hunderttausenden Gläubigen eine Predigt hält. Und die polnischen Reporter? Auf welche Weise berichten sie von diesem Großereignis? Und wie ordnet die kommunistische Parteiführung den Papstbesuch ein? Johannes Paul II. Kommt zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Papst nach Polen zurück. Kann er ungehindert reisen und sprechen? Freitag, 1. Juni 1979 im Herzen der Hauptstadt Warschau. Weniger als 24 Stunden vor der Ankunft von Johannes Paul II. Gibt es noch viel zu tun. Diese Bilder wurden von einem französischen Kamerateam aufgenommen. Moment. Auf diesem Tuch ist das Wappen des neuen Papstes. Der Buchstabe M steht für die Jungfrau Maria. Sowohl für diese Priester als auch für die Mehrheit der Polen ist der Papstbesuch ein außergewöhnliches Ereignis. Stopp! Im Hintergrund stehen Barrieren, die später die Menschenmassen zurückhalten sollen. Sie sind kilometerlang auf der gesamten Strecke vom Flughafen in die Stadt. Hier auf dem Viktoriaplatz, heute Pilsudskiplatz, soll Johannes Paul II. Am nächsten Tag eine Messe abhalten. Die Behörden haben erlaubt, dass dafür dieses Kreuz aufgestellt wird. Es muss allerdings gleich nach der Messe wieder abgebaut werden. Polen ist das erste Land im gesamten Ostblock, das einen Papst empfängt. Nach seinem Besuch in Warschau fliegt Johannes Paul II. Mit dem Hubschrauber weiter nach Gnesno. Von hier aus wurde vor mehr als 1000 Jahren Polen christianisiert. Von dort geht es weiter nach Süden, nach Częstochowa, ein Pilgerzentrum, das jährlich von Millionen besucht wird. Danach reist er weiter nach Krakau, wo er einst Erzbischof war. Samstag, 2. Juni 1979, auf dem Warschauer Militärflughafen. Kurz nach 10 Uhr erscheint Johannes Paul II. An der Flugzeugtür. 8 Monate zuvor hatte er seine Heimat als Kardinal verlassen, nun kehrt er als Papst zurück. Die Bilder der Ankunft werden live im polnischen Fernsehen übertragen und auch in Dutzenden weiteren Ländern ausgestrahlt. Noch einmal. Links hinter Johannes Paul II. Folgt Kardinal Wyszyński, das Oberhaupt der katholischen Kirche in Polen. Das ist er im Jahr 1965, kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Wegen Widerstands gegen die kommunistische Staatsführung verbüßte er eine 3-jährige Haftstrafe. Der Kardinal war nicht mit im Flugzeug, stieg aber ein, um als erster den Papst zu begrüßen. Am Fuß des Flugzeugs warteten die Reporter nur darauf, eine Geste zu verewigen, die bereits zum Markenzeichen des neuen Papstes geworden war. Noch einmal, aber etwas langsamer. Der Papst küsst den Boden. Genauso hatte er es 4 Monate zuvor in Santo Domingo und Mexiko bei seiner ersten Auslandsreise getan. Der Mann, auf den er nun zugeht,
ist Henryk Jabłonski, der Staatsratsvorsitzende der Volksrepublik Polen. Mit dieser Begrüßungszeremonie versuchen die Behörden zu verdeutlichen, dass der Papst auf Einladung der Regierung nach Polen reist. Also wird er auch gemäß Protokoll für ausländische Staats- und Regierungschefs empfangen, nicht mehr und nicht weniger. Das Staatsoberhaupt des Vatikans nimmt die Ehrengarde in Augenschein. Er begrüßt die Botschafter. Dann halten der Staatschef Polens, der Papst und auch das Oberhaupt der katholischen Kirche in Polen der Reihe nach eine kurze Rede auf einem Podium. Hinter ihnen stehen mehrere Minister. Die gesamte Inszenierung lässt vermuten, dass zwischen den Oberhäuptern des kommunistischen Staates und denen der Kirche alles im Reinen ist, aber weit gefehlt. Ende der Begrüßungszeremonie und eine kleine Abweichung vom Protokoll. Als Johannes Paul II. Sein brandneues Papamobil besteigt, folgt ihm der Staatsratsvorsitzende nicht. Kein einziger politischer Vertreter ist mit an Bord und begleitet den Papst auf dem Weg in die Hauptstadt. Ein wenig später im Präsidentenpalais. Vor der Ankunft des Papstes herrscht ein wenig Durcheinander. Dieses Mosaikbild, das den heiligen Johannes und den heiligen Paul zeigt, wurde als offizielles Geschenk von Johannes Paul II. Ausgewählt. Es ist jedoch sehr schwer und sie wissen nicht, wohin sie es stellen sollen. Ein britischer Kameramann dreht die Szene. Neben den polnischen Reportern werden auch ausländische Journalisten Zeugen eines Aufeinandertreffens zwischen der kommunistischen Führung und dem Papst. In Begleitung des Präsidenten der Volksrepublik Polen kommt der Papst herein. Moment. Rechts folgt der erste Sekretär der kommunistischen Partei und damit die wichtigste Führungspersönlichkeit des Landes, Edward Gierek. Eine peinliche Situation für Gierek. In Moskau wird der Papstbesuch gar nicht gern gesehen. Aber der erste Sekretär konnte nicht anders. Johannes Paul II. Ist in Polen unglaublich beliebt. Der Kameramann, der diese Bilder macht, ist nicht dafür ausgestattet, auch den Ton richtig aufzunehmen. Dennoch schneidet er einen Teil von Gireks Rede mit. Hören wir rein. Raz jesteśmy gość Waszą Świątobliwość na ziemi ojczystej. Und hier nun die Worte des Papstes. Wiele Polski potwierdziła to w wybitnym stopniu, że Kościół w naszej ojczyźnie starał się na różnych drogach o wychowanie wartościowych synów i córek narodu, dobrych obywateli. Gegenüber der kommunistischen Parteiführung legt Johannes Paul II. Großen Wert darauf, an die ausschlaggebende Rolle der Kirche in der Geschichte Polens zu erinnern. Seit Gierek an der Parteispitze steht, haben sich die Beziehungen zwischen der Kirche und der Regierung ein wenig verbessert. Direkt vor Giereks Ernennung zum ersten Sekretär durchlebte Polen eine Phase der Gewalt, die die Regierung ins Wanken brachte. Dieses Foto wurde am 15. Dezember 1970 in einer Straße von Danzig aufgenommen, der größten Hafenstadt des Landes. Bürgerkriegsähnliche Zustände. Die Arbeiter der Werften erheben sich gegen drastische Preiserhöhungen bei Gütern des täglichen Bedarfs. Und die Kirche macht sich zur Fürsprecherin der Forderungen der Arbeiter. Zwei Tage später, am 17. Dezember 1970 in Stettin. Die Zahl der Aufständischen wird immer größer. Die Regierung schickt Panzer. Am selben Tag in Gdynia. Auf einer Tür, die als Bahre dient, die sterblichen Überreste eines jungen Mannes. In wenigen Tagen fordern die Auseinandersetzungen 50 Tote. Etwa 1000 Personen werden verletzt.
Danzig, Stettin, Gdynia. Auch andere Ostseehafenstädte werden von der Revolte erfasst. In weiteren Städten im Landesinneren kommt es ebenfalls zu Aufständen, besonders in Krakau und Warschau. Um eine landesweite Krise zu vermeiden, werden mehrere Politiker zum Rücktritt gezwungen. 9 Jahre später. Samstagmorgen, der 2. Juni 1979 in Warschau. Es geht ins Zentrum der Hauptstadt. Dort wird Papst Johannes Paul II. Eine Messe vor hunderttausenden Gläubigen feiern, die alle zu Fuß kommen müssen. Hier eine Karte von Warschau und Umgebung. Seit Mitternacht ist das Stadtzentrum für den gesamten Verkehr gesperrt. Dasselbe gilt für sämtliche Zufahrtsstraßen in die Hauptstadt. Für Dutzende Kilometer. Und hier wird die Messe stattfinden. Auf dem riesigen Viktoriaplatz. Hier das Podium, das als Altarraum dient. Diese Bereiche wurden abgesperrt, um die Zahl der Teilnehmer begrenzen zu können. Die Stadt vergab ausschließlich nummerierte Tickets. Die Sicherheitskräfte mit den blauen Mützen haben die Aufgabe, die Tickets zu kontrollieren. Es sind Freiwillige, die von der polnischen Kirche geworben wurden. Etwas zurückspulen und stopp! Er dort hinten mit der gelben Mütze gehört zum Sanitätsdienst. Auch er ist ein Freiwilliger. Ab jetzt wird die gesamte Reise bis zum Ende allein von der Kirche organisiert. Die Behörden wollen sich möglichst im Hintergrund halten. Es soll der Anschein erweckt werden, dass alles frei und ohne Überwachung stattfände. Aber der Schein trügt. Tausende Milizsoldaten in Zivil haben sich unter die Menge gemischt. Gegen 16 Uhr schreitet Johannes Paul II. Über einen langen roten Teppich, der bis zum Altar auf der anderen Seite des Platzes reicht. Bei sich trägt er den päpstlichen Krummstab. Oben auf dem Stab befindet sich eine Christusfigur aus Silber. Es ist ein Erbstück des Vorvorgängers Papst Paul VI., der sich 14 Jahre zuvor beim Abschluss des Zweiten Vatikanums zum ersten Mal mit diesem Stab gezeigt hatte. Zahlreiche Gläubige harren seit Stunden in der sengenden Hitze aus. Allein auf dem Siegesplatz und um den Platz herum sind es etwa 300.000 Menschen. Andere verfolgen die Messe im Fernsehen mit. Diese Leute hier befinden sich in einem Hotel für ausländische Gäste, das direkt am Platz liegt. Sehen wir uns das einmal genauer an. Zum ersten Mal erlaubt es die kommunistische Landesführung, dass eine katholische Messe im Fernsehen übertragen wird. Der mediale Aufwand ist außergewöhnlich. Es gibt mindestens 6 Kameras, die den Papst aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen. Johannes Paul II. Musste bereits im Vorfeld den Text seiner Predigt bei den Behörden einreichen. Die leiseste Kritik am politischen Regime hätte weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen können, vor allem, da die Bilder live in ganz Polen und in mehreren Ländern des Ostblocks ausgestrahlt werden. Aber nach einer guten Stunde lässt Johannes Paul II. Einen Satz fallen, der einige Mitglieder der politischen Führung sofort wütend werden lässt. Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła... Hören wir uns noch einmal das Ende des Satzes an. Na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi, na walkę, w której legła... Die Menge spendet lange Beifall. Indem er auf den Warschauer Aufstand anspielt, erinnert Johannes Paul II. An ein schmerzvolles Ereignis. 1944 kampierte die Rote Armee vor den Toren der Stadt, aber sie ließ es zu, dass an den polnischen Widerstandskämpfern von den Nazis ein Massaker verübt wurde. Die Reaktion? Von höchster Stelle wird der Befehl erteilt, den Ton auszuschalten.
Aber der Befehl wird nicht befolgt. Gegen 18 Uhr neigt sich die Zeremonie dem Ende zu. Bevor der Papst Warschau verlässt, wird er am nächsten Morgen noch eine weitere Messe vor zehntausenden Studenten feiern. Sein Zeitplan ist straff. Am nächsten Morgen, Sonntag, gegen 9 Uhr. Mit einem Hubschrauber wird Johannes Paul II. Zu seinem nächsten Zielort geflogen. Die Behörden hatten verlangt, dass größere Strecken ausschließlich per Hubschrauber zurückgelegt werden sollen. Sie wollen Menschenansammlungen auf den Straßen um jeden Preis vermeiden. Je weniger der Papst gesehen wird, desto besser. Stunden später, 4. Juni 1979, Częstochowa. Wie auch in Warschau mussten hunderttausende Polen zu Fuß in die Stadt kommen. Częstochowa ist eine der wichtigsten Stationen auf der Polenreise von Johannes Paul II. Er wendet sich dort an alle Bischöfe des Landes und wird 4 Gottesdienste unter freiem Himmel abhalten. Die Gläubigen versammeln sich auf diesem Vorplatz im Herzen der Stadt. Hinter dieser Mauer befindet sich das Kloster Jasna Góra, einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte des Landes. Genau hier wurde 1966 das 1000-jährige Bestehen des Christentums in Polen gefeiert. Moment. Links sehen wir hier tatsächlich den zukünftigen Papst Karol Wojtyla. 1966 war er Erzbischof von Krakau. Die Geheimpolizei stuft ihn als gefährlichen Widersacher ein. Im Hintergrund ist eine Ikone zu sehen, die Millionen von Polen heilig ist. So sieht sie in Farbe aus. Eine schwarze Madonna mit Jesuskind. Seit Jahren reist die Ikone der schwarzen Madonna durch das ganze Land, damit sie in allen Gemeinden gezeigt werden kann. An diesem Tag läuft auch Kardinal Wyszynski bei der Prozession mit. Er begann im Gefängnis mit den Vorbereitungen für die 1000-Jahr-Feier, um die Macht der Kirche gegenüber der kommunistischen Führung zu stärken. In Polen wird es toleriert, den katholischen Glauben zu praktizieren, aber sowohl der Klerus als auch die Gläubigen haben unter ständigen Schikanen, Drohungen und Verboten zu leiden. Auf diesem Stuhl steht ein Porträt von Papst Paul VI. Er wollte an den Feierlichkeiten der 1000-Jahr-Feier teilnehmen, doch sein Besuch wurde untersagt. Und die Ikone der schwarzen Madonna? Die Behörden verbieten schon bald, dass die Ikone das Kloster verlässt. Das Ergebnis? Die Gläubigen stellen in den Städten und Gemeinden nun einfach den Rahmen aus. Ohne die Ikone. 13 Jahre später stellt der Besuch des Papstes in Częstochowa einen Sieg der polnischen Kirche dar. Johannes Paul II. Erhielt die Genehmigung, 3 Tage hier zu verweilen. Oberhalb der Menschenmenge wurden Tribünen für Hunderte von Journalisten eingerichtet. Jedoch stehen sie ziemlich weit entfernt vom Podium, auf dem der Papst die Messe feiert. Zwischen 2 Messen scheut sich der Papst nicht, sich direkt an die Reporter zu wenden, die zu ihm kommen. Pour tous les Français, pour tous les Français qui nous attendent ici, ils doivent apprendre encore. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on parle? Was wir denken. Seit Beginn seiner Reise sucht der Papst immer häufiger den Kontakt zur Menge. Er hört nicht auf, die Medien und sein Umfeld damit zu überraschen. Donnerstagnachmittag, 7. Juni, der 6. Tag seiner Polenreise. Der Hubschrauber des Papstes landet im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Diese Bilder werden vom polnischen Fernsehen gedreht. Schon zum 2. Mal innerhalb einer Woche wird eine heilige Messe live im polnischen Fernsehen und ins Ausland übertragen.
Vor dem Podium warten mehrere hunderttausend Gläubige auf die Ankunft des Papstes. Hier gibt es keine Eintrittskarten. Der Zutritt ist frei. Kurz vor 16 Uhr filmen die Kameras den Papst mit Mitra und Krummstab inmitten der Menschenmenge. Er bleibt stehen, verharrt andächtig und nimmt sich viel Zeit, um die hunderte Meter bis zum Podium zurückzulegen. Der Mann mit dem kurzärmeligen Hemd hinter dem Papst, der die Kamera in die Höhe hebt, ist ein Reporter des französischen Fernsehens. Dies sind die Bilder, die er einige Sekunden lang aufnehmen kann, bevor er von Sicherheitskräften verjagt wird. Alle Bischöfe und Priester, die vor dem Papst gehen, sind ehemalige Deportierte. Wie er tragen sie alle ein liturgisches Gewand, eine rote Kasel, Symbol für das vergossene Blut der Märtyrer. Zurück zu den polnischen Fernsehbildern. Johannes Paul II. Ist der erste Papst, der zu diesem Konzentrationslager reist, in dem mehr als 1,1 Millionen Menschen ermordet wurden. Die heilige Messe hier ist einer der bedeutendsten Momente auf seiner Reise. Aber in seiner Predigt erwähnt er nicht, dass die meisten Menschen, die in Auschwitz den Tod fanden, Juden waren, Opfer des Völkermords durch die Nazis. Und das wird ihm ganz besonders vorgeworfen. Sonntagvormittag, 10. Juni, in einem Vorort von Krakau. Hier wird der Papst auf einer riesigen Wiese seine letzte Messe auf dieser Reise feiern. In wenigen Stunden verlässt er Polen und kehrt nach Rom zurück. Links vorne werden Flaggen in den Farben des Vatikans geschwenkt. Viele Menschen in der Menge schwenken diese Flaggen. Damit der Papst auch von seinem Papamobil aus gehört werden kann, sind vor ihm Mikrofone installiert. Seit einer Woche nun begegnet er Millionen von Polen. Dank des Fernsehens wendet er sich auch an Dutzende Millionen oder gar Hunderte Millionen weiterer Menschen. Die höchsten Stellen im Vatikan wissen seit langem um die Bedeutung des Fernsehens. Der italienische Papst Pius XII. Rühmt als erster die Vorzüge des Fernsehens. Nous attendons de la télévision des conséquences de la plus haute portée par la révélation toujours plus éclatante de la vérité aux intelligences loyales. Que sera-ce quand l'univers pourra contempler directement dans les temps même où elle se déroule les manifestations de la vie catholique? 30 Jahre später ist im Juni 1979 die Polenreise des Papstes eines der größten TV-Ereignisse, seit es das Fernsehen gibt. Für Johannes Paul II. Ist es eine hervorragende Gelegenheit, um die Bedeutung des Katholizismus in Polen und in anderen Staaten des Ostblocks zu unterstreichen. Hören wir in seine letzte Predigt hinein. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Am späten Nachmittag. Am Flughafen Krakau wird die Abschiedszeremonie vorbereitet. Ganz links steht der Staatsratsvorsitzende Henryk Jablonski, der den Papst eine Woche zuvor in Warschau empfing. Gegen 17 Uhr trifft das Papamobil auf dem Rollfeld ein. Für die Staatsführung ist die Abreise des Papstes eine große Erleichterung. Für den Vatikan und die polnische Kirche dagegen war die Reise ein Siegeszug. In den 30 Jahren unter kommunistischer Herrschaft hat es in Polen keine solchen Menschenansammlungen gegeben. Auf jeder Station seiner Pilgerreise hat Papst Johannes Paul II. Kleine Sätze einfließen lassen mit Bezug auf die tausendjährige Geschichte der Nation, die Religionsfreiheit oder die Menschenrechte. Vielerorts konnte er die Menschen beruhigen
und Vertrauen in die Zukunft vermitteln. 10 Jahre später, im Juni 1989, werden die Polen die ersten sein, die sich vom Kommunismus befreien.